Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren TWW Beta Heldentalent Video. Heute geht's in den letzten schurkischen Schurkenspec mit natürlich auch dem passenden Heldentalent dazu. Und diesmal finde ich, warum blinkt das hier, Junge, wirklich sehr, sehr passend. Denn wir gehen rein in den Täuschungsschurken mit dem Todespirscher Heldentalent. Also wenn allein dieses Icon nicht Bock macht, direkt eine Runde Assassin's Creed oder eben Täuschungsrogue zu spielen, dann weiß ich auch nicht. Die Vorboten des Todes, die Todespirscher, schlagen aus den Schatten zu, um ihren Zielen ein schnelles Ende zu bereiten. Leider konnten es die Heldentalente vom Schurken für mich bisher nicht so rausreißen, aber vielleicht kommt ja jetzt der ultimative Turn. Mit dem Mal des Todespirschers. Passiv. Belegt euer Ziel mit 3 Stapeln von Mal des Todespirschers, wenn ihr Schattenschlag aus der Verstohlenheit oder Schattentanz einsetzt. Wenn ihr 5 oder mehr Kombopunkte für Angriffe gegen ein markiertes Ziel einsetzt, verbraucht ihr ein Mal des Todespirschers auf dem Ziel, was 55.000 Seuchenschaden verursacht und den Schaden eures nächsten Einsatzes von düstere Klinge oder Schattenschlag um 40% erhöht. Es kann immer nur ein Gegner zur gleichen Zeit mit einem Mal belegt sein. Also netter Bonus, klingt erstmal cool. Erste Reihe. Beseitigt die Zeugen. Nachdem ihr ein Ziel mit Mal des Todespirschers belegt, verursacht euer nächster Einsatz von Schurikensturm zusätzlich 46.000 Seuchenschaden und erzeugt einen zusätzlichen Kombopunkt. Zur Strecke bringen. Automatische Angriffe gegen markierte Ziele verursachen zusätzlich 9.300 Seuchenschaden. Auch ein schöner verlassenen Vibe hier gerade, ne? Frisch aus dem Silberwald, Junge. Einzelner Fokus. Schaden, der anderen Zielen als dem von euch markierten Ziel zugefügt wird, fügt dem von euch markierten Ziel 5% Seuchenschaden zu. What? Also das liest sich schon mal sehr geil hier, die erste Reihe. Nächste Reihe. Tödlicher Vorsatz. Eure Schadensfähigkeiten haben bei Gegnern mit mehr als 20% Gesundheit eine sehr hohe Chance, sie mit tödlicher Vorsatz zu belegen. Wenn die Gesundheit des Gegners unter 20% fällt, verursacht tödlicher Vorsatz 0 Seuchenschaden pro Stapel. Wow, das ist direkt einfach totgenervt worden. Nein, da fehlt natürlich noch das entsprechende Zahlen hin und her, aber auch das so als Zusatz-Execute, gerade dann beim Leveln zum Beispiel, ne, oder bei Trash-Gegnern, stelle ich mir eigentlich sehr entspannt vor, da dann nochmal ordentlich bei der 20%-Marke einen reinzudrücken. Nice one. Verderbt das Blut. Blutung verursacht immer, wenn es Schaden verursacht, zusätzlich 1100 solchen Schaden, bis zu 10 mal stapelbar, erhöht die Dauer von Blutung um 3 Sekunden. Vor allem alles auch wieder Fähigkeiten, die wir gut und gerne benutzen. Ja, die werden gerade einfach nochmal krasser. Sehr schön. Auswahltalent, lauernde Dunkelheit, erhöht 30 Sekunden lang den von euch verursachten Schattenschaden um 20%, nachdem Schattenklingen ausläuft. Oder symbolischer Sieg, Symbole des Todes erhöht zusätzlich den Schaden eures nächsten Einsatzes von Ausweiden oder Schwarzpulver um 15%. Zwei sehr schicke CD-Verbesserungen. Und die vorletzte Reihe sind alles Auswahltalente. Ätherische Verschleierung. Erhöht die Dauer von Mantel der Schatten um 2 Sekunden. Oh, klingt wenig, aber der macht ja immun gegen magische Effekte. Also da hätten mich allein im letzten Raid 2 Sekunden häufig gerettet, Junge. Oder hin und weg. Entrinnen verringert den erlittenen Magieschaden um 20%. Mantel der Schatten verringert den erlittenen körperlichen Schaden um 20%. Oh, auch ein interessantes Wechselspiel. Nächstes Auswahltalent. Impuls der Verzweiflung. Kritische Treffer mit Schurikensturm erhöhen 12 Sekunden lang die kritische Trefferchance von Schurikensturm und Schwarzpulver um 15% und deren kritischen Schaden um 24%. Ballert. Oder die Blutverfolgung. Schurikensturm und Schwarzpulver verursachen 25% mehr Schaden, während 3 oder mehr Gegner von Blutung betroffen sind. Also für mich als Noob sind diese garantierten Boni hier, weil du wirst, wenn viele Mobs da sind, ziemlich schnell einen kritischen Treffer damit erzielen, denke ich. Die sind natürlich ein bisschen sicherer, als hier dann erstmal gucken, ja, Blutung schön spreaden, ja. Gab es, glaube ich, auch Talente, die das begünstigen können, nicht wahr? Und das dann im Auge behalten, dann diesen fetten Bonus garantiert mitnehmen. Ja, muss man Bock drauf haben, ne? Aber wenn, ist das natürlich auch geil. Und
wenn man geübt ist, auch schnell zuverlässig geil. Letztes Auswahltalent, der Schattenwandler. Immer, wenn ihr einen Stapel von Mal des Todespershers aufbraucht, wird die Abklingzeit von Schattenschritt um 3 Sekunden verringert. Oder Schleier der Nacht erhöht die Dauer von verhüllender Nebel um 5 Sekunden. Was man mit 5 Sekunden alleine im Bereich des M-Plus-Skippens alles machen kann, ne? Oh, da bin ich gespannt, was wir bei diesen 5 Sekunden so sehen werden. Schattenschritt, einfach für die Mobilitätssteigerung, natürlich auch ein solides Teil, ja? Nett. Unser Endtalent, die dunkelste Nacht. Wenn ihr den letzten Stapel von Mal des Todespershers auf eurem Ziel verbraucht oder euer Ziel stirbt, erhaltet ihr 40 Energie und euer nächster Einsatz von Ausweiten mit maximalen Kombopunkten trifft garantiert kritisch, verursacht 60% zusätzlichen Schaden und belegt das Ziel mit 3 Stapeln von Mal des Todespershers. Warte, das ist immer so? Das heißt, wir bringen einmal diese Male drauf und kriegen die dann eigentlich, wenn wir es richtig machen, gar nicht so schnell wieder weg. Ja, also auf Dauer. Ich hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass es vielleicht gar nicht so einfach wird, auf lange Sicht mehrmals oder gar dauerhaft davon zu profitieren. Aber hier? What? Also maximale Kombopunkte, okay, aber das kann man ja auch entsprechend im Auge behalten und timen. Krass. Generell viel durch Timing optimierbar in diesem Heldentalentbaum, wie ich finde. Aber auch so, ich habe da total Bock drauf, jetzt mit rumzuspielen, ne? Mal sehen, wie sich das anfühlt. Ja, bedeutet, wir gehen jetzt einfach rein, ne? Schön auf Range ranporten, boom, mit dem Schattenschlag und haben direkt die 3 Male mit drauf. Sehr nice. Wir haben auch genügend Kombopunkte. Wir können jetzt direkt sagen, bam, ausweiten mit rein. Ja, haben einen verbraucht. Unsere Angriffe, die automatischen, müssten jetzt Bonus-Seuchenschaden machen. Und der Schaden von unserer nächsten düsteren Klinge hier, der ist ja auch nochmal erhöht. Zack, Kombopunkte wieder voll, schöne Blutung mit rein, baut natürlich auch so ein Stack ab. Und dann machen wir einfach weiter, zack, und haben den dritten jetzt abgebaut. Und wenn wir jetzt sagen, wir bauen Kombopunkte auf, zerhexen und so, wäre natürlich jetzt schön gewesen. Ja, aber wir gucken erstmal, wie es generell so läuft und knallen so ein volles Ausweiden. Dann sind die 3 Stapel wieder da. Das ist ja nur krank. Und dann geht's auch schon wieder weiter, ja? Sprich, wenn wir das noch geiler getimed hätten, noch ein paar CDs hier auch für Energierack und Bonuskrit und Kaltblütigkeit, boom! Dann hast du es eigentlich recht schnell drin, mit diesen Malen zu arbeiten und rotzt einfach Bonusschaden an Bonusschaden deine Fähigkeiten betreffen. Zack, übers Ausweiten, direkt das nächste wieder drauf hier. What the hell? Also das gibt sich ja wirklich die Klinke so schön in die Hand, wie es sich gerade gelesen hat. Oh, big fan, nächstes Ausweiten rein. Ja, und dann bauen wir wieder Kombopunkte auf, ne? Zack, big ausweiten, Male wieder da. Das ist ja nur geil. Direkt der nächste erhöhte Schaden wieder für die düstere Klinge. Insane. Ja, und wenn wir Bock haben, dann gehen wir natürlich in den Shadow Dance. Dann hauen wir mit dem Schattenschlag schön zu. So, ausweiten mit rein, die nächsten Schattenschläge. Und auch die erzeugen ja jetzt die Male. Ja, das war jetzt 3 Male vom Schattenschlag into 3 Male vom Ausweiten, Junge. Das ist ja krass. Also da kann man dann in der Tat ein bisschen optimieren. Ja, natürlich wegen Giften und Laufzeiten und so weiter von Zerhäckseln und Blutung. Dann muss man natürlich alles ein bisschen besser im Auge behalten als ich, ja. Ich bin da jetzt eher der Täuschungsnoob. Ich bin hier der Azubi, will mich eher auf dieses Heldentalent erstmal konzentrieren. Aber das macht ja schon Bock. Da jedes Mal diesen erhöhten Schaden einfach mitzunehmen. Man sieht auch hier, richtig schön in der Optik, ja, dieses lila leeren Geschlitze da in der Fresse des Feindes. Also das gefällt mir doch richtig gut, muss ich sagen. Und das funktioniert mit diesen Schadenserhöhungen und hier mal Bonus-Crit und so weiter, ja. Das funktioniert ja auch wunderbar beim Täuschungs-Rogue generell. Da willst du ja eigentlich genau diese Phasen snipen, ja. Und immer schön mit Shadow Dance und so mies rein eskalieren. Und dass du auf vieles achten kannst, aber dich nicht mal zwangsweise darauf konzentrieren musst, dieses Mal drauf zu bekommen, weil es so easy ist, sie wieder drauf zu kriegen. Das ist natürlich geil, weil es dann mehr um das Drumherum geht, als um das Draufbekommen an sich, ja. Es geht eher um den Fun-Teil, das optimierte Abbauen. Finde ich nice. Wo wir von Bonus-Crit reden, können wir jetzt ja auch hier im AOE mit dem Shuriken-Sturm, ne. Und dann hier, zack, die Crits erzielen. Da pushen wir dann ja auch den entsprechenden Schaden mit hoch, hatten wir gelesen. Und gerade wenn wir hier, zack, wieder mit dem Ausweiten unser Ziel belegen, dann war es ja auch so, dass hier noch ein bisschen Schaden mit umgeleitet wird, ne? Das kommt natürlich auch geil. Also dieses Mal, das verfolgt den Gegner im wahrsten Sinne und kann ja auch im AOE wunderbar abgebaut werden.
richtig nice. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, wenn man nur blindlings reinäht, das Ding auch irgendwann wieder zu erneuern, ja, sei es über das Ausweiten oder dann beim Schattentanz ziehen. Das Ding ist ja so oft ready, immer rauf da mit dem Schattenschlag, ja, zack, zack, abgebaut und gleich die nächsten drei Reihen noch ein Ausweiten drüber, Junge. Der Gegner weiß gar nicht, wie ihm geschieht, ja. Also, das spielt sich sehr schnell, sehr intuitiv. Und ist eins dieser Heldentalente, wo man sagen kann, selbst wenn du keinen Bock drauf hast, dazu minmaxen bis zum geht nicht mehr, wirst du einfach eine geile Zeit haben. Ja, weil sich das so gut integriert in den Spielflow, dass du natürlich die Möglichkeit hast, zu optimieren und zu minmaxen, bis es dir zu den Ohren rauskommt. Aber selbst wenn du jetzt so ein bisschen reinknallen willst, wie ich, ja, dann kommt das trotzdem geil rüber. Und das ist, denke ich, immer sehr wichtig. Cool. Man kann natürlich auch noch versuchen, diesen Shuriken-Storm-Bonus mitzunehmen. Ja, der müsste hier oben auch irgendwo mit bei sein. Genau, beseitigt die Zeugen. Dass wir da ja auch, sobald das mal drauf ist, den Bonus dabei haben. Ja, da muss man mal gucken, inwieweit man sich da vielleicht umgewöhnen möchte oder auch nicht. Nebenbei stackt hier tödlicher Vorsatz hoch. Das ist das Ding, was dann explodiert, sobald der Gegner unter 20% Gesundheit fällt. Haben wir jetzt über 30 Stapel auch am Start. Nebenbei haben wir unsere Def-CDs ja auch noch verbessert, ja. Können mit der Verstohlenheit insgesamt ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen länger arbeiten mit diversen Effekten. Also herrlich, was da alles nebenbei so umläuft, ohne sich jetzt gigantisch umgewöhnen zu müssen. Ja, das würde, denke ich, auch ein bisschen auf den Sack gehen. Vielleicht die Heldentalente auch ein Stück weit verfehlen, ja, wenn du ein Heldentalent für deine Spezialisierung bekommst. Und das ist gefühlt eine völlig neue Klasse, also das klingt ja dann auch nur bedingt geil. Darum bin ich mit diesem Spec bisher, ich würde sagen, doch am zufriedensten, wenn ich das so sehe. Und bin sehr gespannt, wie der dann in Händen von Meister Rogue so aussehen wird, ja, sei es im Single Target oder im AOE. Ja, und vom Feeling her, also wirklich cool, auch mit der Klassenfantasie wieder verwoben. Big Fan. Jo, Freunde, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit am Start wart. Hoffe, auch dieser Einblick hat euch gefallen. Auch bei den Klassenvorschauen sind wir ja wirklich gut vorangekommen mittlerweile, muss man sagen. Ja, es fehlen gar nicht mehr viele. Ich hoffe, das Runternehmen der Beta-Server macht mir da auf die letzten Meter keinen Strich durch die Rechnung. Aber hey, Blizzard, ne? Blizzard macht Blizzard-Sachen. Bis dahin. Macht es gut. Haut da rein. Und tschau.